neuen Folge Dingsbums. Sag schon. Schade, steht hier nicht. Mad Games Tycoon. Ne? Unser Spiel läuft wie eine 1. Ne? Jetzt sind wir im Profit, das heißt, jetzt kann wieder ein Update rausgehauen werden. Ne? Nicht so ein teures, Leute. Nur so ein kleines günstiges, weil wir wollen jetzt zurückzahlen. Ne? Das Spiel soll ja weiter am Markt bleiben. Wie es aussieht, wird es auch weiter noch am Markt bleiben. Ne, das freut mich natürlich. Dass es weiter am Markt bleiben kann. So, was wollen wir? Wollen wir mal ein Jump'n'Run erforschen? Kommt, Leute. Macht mal ein Jump'n'Run. Macht mich glücklich mit einem Jump'n'Run. Spieleentwickler. Boah, geil. Was ist denn? Finde ich bekloppt. Mitarbeiter, kommt. Zeigt mir Spieleentwickler-Legenden. Kommt direkt hier. Brauche ich mal einen guten Büro. Habe ich aber nicht. Schade. Kommt, Leute. Zeigt mal, was ihr könnt. Gibt einen Einbruch. Ach, das ist ja ärgerlich. Immer wenn es gut läuft, gibt es einen Einbruch. Das ist doch ärgerlich. Kommt, Leute. Macht mal ein Cleanet Update wieder. Gibt mal wieder ein Cleanet Update. Kommen sogar hier so für mit einer neuen Storyline, so ein Mini-Update. So, gibt's einen neuen Mitarbeiter? Interessiert? Nee. Kommt, Leute. Ihr forscht ja gar nicht mehr. So, was wollen wir denn? Agenten. Oder? Ich hätte gerne einen Agenten. So. Thema Aliens. Hau raus. Wirklich problematisch, dass jetzt nicht mehr so läuft. Ich würde Piraten. Gib mir Piraten. Wo sind hier die Piraten? Das ist ganz weit unten. Wir sind erst bei G, J, K, L, M, P, Paar Pilze. Piraten. Jawoll. Jetzt brauchen wir noch ein Ego. Shooter. Dann läuft der Hase. Lüft gut aktuell. Es lüft gut. Wir haben natürlich noch einen massiven Kredit. Auf der Kante. Massiven. Ist wirklich traurig, dass wir so einen großen Kredit haben aktuell. Das ist wirklich problematisch. Wir so einen großen Kredit haben. Ach Leute, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ihr wollt keine Mülleimer. Geht doch. Ein Tipp, wenn ihr da so ein bisschen draufklickt, ist das eigentlich lustigerweise ganz schnell weg. Ich weiß nicht warum, ich glaube das ist ein Bug oder so. Aber das funktioniert eigentlich immer ganz gut, bin ich da der Meinung. So Leute. Es lüft doch. Ne? Man kann sich da nicht beschweren. Ne? So, was wollt ihr noch? Wollt ihr noch was erforschen? Polizei ist natürlich auch immer gut.
Polizei ist auch immer gut. Ein neuer Auftragsarbeit. Na, das hört sich doch super an. Kommt, macht mal ein bisschen hier Aufträge. Schon wieder durch. Was seid ihr denn hier für schnelle Leute? Adventure. Rollenspiel. Rollenspiel hört sich interessant an. Ist natürlich auch wieder für mich ein Wagnis. Also das Spiel hat sich jetzt schon gerechnet für uns. Rein theoretisch. Weil wir haben genau denselben Kredit, haben aber neue Forschung und ein Schnipp und Schnapp noch investieren können. Und das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Es ist ja noch immer im Markt. Das ist das Schöne. So, nochmal hier ein paar Zwischensequenzen, ist aber gleich vorbei. Das ist gleich durch, das Spiel. Das Spiel hat sich gleich verabschiedet. Von uns. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt zurückzahlen soll. Mich dann gleich in Miese stürze. Beim neuen Spiel entwickeln. So, die Frage ist, was für eine Engine machen wir jetzt? Was für ein Spiel wollen wir jetzt? Das ist jetzt so die Frage der Fragen. Ich würde so ein Jump. J. Wo ist das Unzeichen auf der Tastatur? Ich nutze das so. J und R. 0.1. So, Features. Das ist jetzt wieder... Das wird jetzt wieder Mammut-Projekt. Oh, das war zu viel. Mach mal lieber hier nur so ein kleines. Nur so ein kleines. Ne? So. Da kann man auch wirklich 40% verlangen bei so einer Qualität. So, ich würde mal so rein informativ, will ich mal gucken, was so Engines gerade so kosten. Hier so 17 Features. Boah, sind die schlecht, ey. 17 Features. Was habe ich für Engines gerade aktuell auf dem Markt? Was sind so meine Engines? Engines. 16 Features. 40%. Das heißt, die Konkurrenz ist aktuell besser. Oh. Oh. Ich bin ja ganz schnappig beim Preise. Boah, ich bin ein guter Gewinnanteil, Mensch. Boah, krass, ich bin so beim Anschaffungspreis nicht so der Mensch. Boah, musste nicht so viel, ne, weißt du, dies, das halt. Aber so, wenn er dann ein Spiel mit mir entwickelt, geht das schnell ins Geld. So, wie nennen wir es denn? Ich brauche immer erstmal ein Thema. Was wollen wir denn? Polizei, Piraten, Agenten. Gibt es eigentlich eine gute Lizenz gerade? So gerade die gerade hier so ein Trend wäre. Team Fox, nee. Beliebtheit. Kenne ich alle nicht. Fireworld. Hört sich sehr interessant an. German Games. Ich finde die ja ganz interessant hier, die Lizenz hier für Fireworld. Nicht genug Geld. Ach, das ist ja ärgerlich. Nehme ich die auch nicht genug Geld. Naja. Hauptgenre ist ein Jump'n'Run. Mit Agenten. Zielgruppe Erwachsene. Spiel bla. So.
Ich muss eine Plattform auswählen. Gut. Hier und dies und noch eine Plattform. Da gibt's noch eine A-Spiel-Plattform, die gute Marktwerte hat. Ja, bitte. So. Dann hier die dritte Plattform. Die bitte, danke. So, weiter, weiter, weiter. Bank. So, geben wir ein bisschen Geld hier so für Kralle und so, weißt du. So, dann müssen wir wieder zurück, 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 zurück. So, und jetzt kann man hier die Lizenz wählen. Die hier, jawoll. So, dann zurück. Dann nehmen wir das hier. Ja, bitte. The Elephant Boy. Ja, der Elefantenjunge. Sehr schön. Ein Elefantenjunge ist sehr schön. Natürlich passt Agenten perfekt, ne? Aber wird da nicht eher so ein bisschen Wissenschaft passen? Ja, egal. Egal. Passt, passt, passt. Hier steht. Ich mach nicht so ein teures Spiel. Es wird ein kleines Spiel. 18 Features. Wie viel schafft... Oh, das ist problematisch. Das könnte belastend werden. So. Ja. Spiellänge. So. Atmosphäre. So. Ein Show. So hätte ich jetzt gemacht. Oh, das muss... Das ist wirklich hier minimalste Sache. Grafik nicht. Technik. Okay. Gameplay gut. Von 15, jawoll. Muss ich nochmal hier bei der Bank kommen. Moin. Moin. Jawoll. Bisschen zu wenig. Gib nochmal einen 50er. So für Kralle und Weiße, die ist das halt. Bin am Überlegen, ob ich hier irgendwas Teures noch mache. Ob ich so ein bisschen die Steuerung. Ich glaube, ich mache hier nichts Großes. Ich werde nur hier die Bugs entfernen. Bang for the Bug. Mehr kommt da nicht rein. Nee, mehr wird das nicht. Nein, nicht teilnehmen. Das wird nichts Teures hier, das Spiel. Weil ich will nicht wieder komplett in die Miese machen. Na, nicht komplett hier wieder in die Miese gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. So viel macht, komm. Komm, wir machen ein bisschen hier, wenigstens die Spielbalance. Wird ein bisschen besser gemacht, ne? Ein bisschen Spielbalance hier rein. Dann sollte das auch reichen. Na, so ein bisschen Spielbalance. Passt dann. Wir sind ja schon wieder im Minus, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch wieder nicht wahr sein. Warum bin ich immer im Minus? Ich weiß nicht, ob Elephant Boy so... Der Knüller wird, ich gehe mal davon aus, das wird nicht so. Das was. Das Gelbe vom Ei wird's nicht. So, werden noch hier die Bugs rausgeknüppelt. So, Crazy Coaster ist im Arsch. Obwohl es gerade im Trend ist. So, Leute, macht mal ein bisschen hin hier. Tippt mal in die Tasten, Leute. Kloppt mal hier ein bisschen rum. Wir wollen doch hier ein gutes, schnell ein gutes... Oh. Was? 3 Millionen hat er umgesetzt und ich kriege eine. Das ist doch gemein. Das ist gemein. Warum kriege ich nur so wenig? Ich finde das gemein. Gibt es eigentlich schon neue Features? Nein. Ich bin also noch brandaktuell mit den Features. Das heißt, ich komme noch hinterher. Fortgeschrittene KI. Boah, krass, ey. So, gib Gas. Es ist teuer. Komm, Baby. Einer deiner Sounds hat ein altes von ihm erstelltes Musikstück. Dieser Track passt so nicht gut zum aktuellen Spiel. Ja, das ist super. Haben wir es bald.
Folge ist bald vorbei. Boah, habe ich da oben gut Minus. Das ist ja problematisch da. Ich gehe mal davon aus, dass wir da hinterher kommen. So, du wirst hier mit reingeschoben. Die halten das unten. Ich werde gleich einfach auf Abschuss machen und dann passt das. 20 Bugs stören jetzt nicht gerade. Komm, scheiß drauf. 12 Bugs. Das ist nicht problematisch. Rene noch hier 3 Sterne Publisher mit mir. Nein, natürlich nicht. Warum will denn keiner mehr mit mir hier reden? So, oben hier, Hallöchen. Hat denn hier jemand, jawoll, der mir am meisten zahlt mit der richtigen? Ja, da bin ich ja direkt bei dir. Direkt bei dir. Trotz, dass ich da wenig Geld reingebuddert habe. 1A Spiel. Ja. Würde ich sagen, das läuft bei uns so. Da kann man sich jetzt eher weniger beschweren, ne? Na, erstmal jetzt hier Profit rausholen. Erstmal müssen wir hier ein bisschen Profit hier wieder produzieren. Wir haben jetzt hier wieder gut Geld investiert. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier wieder ein bisschen reinvestieren, ne? In Updates zum Beispiel. Ich muss jetzt schon wieder hier teure Updates raushauen. Gibt's aber nicht direkt so ein teures. Muss ich erst hier finanzieren, das Spiel. Es muss erst zeigen, dass es gut ist. Bevor ich hier wirklich richtig Geld reinbutter. Ich butter hier schon jetzt schon Geld rein. Das ist nicht mehr feierlich. Aber das muss ich auch zeigen, dass dieses Geld reinbuttern auch gerechtfertigt ist. Weil ich kann da nicht einfach Geld zuschieben. Das funktioniert nicht, dass ich da nur Geld in Arsch schiebe, dem Spiel. Schade, dass kein großer Publisher mit mir reden würde. Und damit würde ich sagen, noch einen schönen Tag und miau.